Am Dienstagabend bedrohte ein 43-jähriger Mann seine 41-jährige Ehefrau während eines Streits in Bensheim mit einer Waffe. Dies führte zu einem umfangreichen Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus am Ziegelfalltorweg. Das Gebäude wurde von zahlreichen Polizisten abgesperrt, die es schließlich betraten. Trotz intensiver Suche konnte der Mann nicht gefunden werden. Eine Fahndung nach ihm wurde eingeleitet. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen.